Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Lucia Dragon Mary. Ja, nicht wundern, aber ich habe es sicher schon in einem anderen Video angekündigt. Kamera kaputt, jetzt muss ich mit meiner alten aufnehmen, die man noch extern scharf stellen muss. Ich glaube, ich hoffe, das passt so. Und die hat halt auch keinen Weitwinkel, deswegen, also das steht fast einen Meter weit weg von den Sachen, die ich da gekauft habe. Es ist furchtbar. Wie konnte ich mit dieser Kamera nur jemals filmen? Naja, aber es ist jetzt das erste Video damit. Auch Mikrofon ist, ja, ist wurscht. Wird schon passen. Ich kaufe mir hoffentlich bald eine neue. Ist halt eine Preisfrage, die ich sicher nicht habe. Also, Entschuldigung, wenn ich es nochmal erkläre, aber es ist jetzt das erste Video damit. Mit der Kamera hier. Hallo. Ja, und zwar war ich bei Fressnapf einkaufen. Ja, der Hansi sitzt immer noch extra. Und da gab es Prozente, also es gab 25%. Die ersten 3 Tage, weil der hat neu eröffnet gehabt auf alles. Dann waren noch super Aktionen von diesen komischen Sachen da. Die ganze Kollektion von den komischen Grapefruit, Fresh Grapefruit Sachen. Und das ist irgendwas mit Lemon, das schaut aus wie Zitrone. Auf jeden Fall hätte das gekostet, Moment, da steht 34,99 €, also 35 € hätte es Originalpreis gekostet. Dann haben sie es schon verbilligt gehabt auf 19,99 €. Und dann haben sie es nochmal verbilligt auf 7. Das heißt, ein so ein Häuschen hat 7 € gekostet und dann noch 25% drauf. Eigentlich brauche ich keine. Eigentlich hat mir die Shaggy als letztes jetzt nur ein Bett kaputt gemacht. Deswegen da oben liegt eins, das sieht man jetzt noch nicht. Als Ersatz für das andere macht nichts. Man kann von den Sachen nie genug haben, weil die macht eh viel kaputt. Jetzt hat sie die Polster von der Couch demoliert. Schön ausgeräumt, sah schon wieder aus wie eine Schneelandschaft. Nur mit bunten Flocken, weil da sind bunte Flocken drin. Ja, auf jeden Fall zweimal. Ich werde das jetzt wegtun, damit man vielleicht ein bisschen mehr sehen kann. Einmal in hellgrün und einmal in dunkelgrün. Kann ich das wegnehmen? Ja. Ja, dann habe ich meinen Fauxpas vom Hundefeinkostladen ausgebessert und habe 3-mal wild gekauft, das was ich ja unabsichtlich gezahlt, aber nicht eingepackt habe, ich Trottel. Habe ich dann 3-mal da. So, schauen wir, wie wir das wegnehmen. Blöms. Ja, das kann man eigentlich. Na, da unten ist noch was. So, dann Mehlwürmer. Hoppala, da sind sie. Achso, scharf stellen. Mehlwürmer. Ich hoffe, das passt. Ich sehe so schlecht. Ja. Dings habe ich auch. Küken momentan von den Wachteln. Habe ich auf Instagram und Facebook und so weiter schon geteilt. Da haben wir eine Korkröhre L. Toll, danke. Ja, ja, Hansi. Korkröhre L. Das ist sehr anstrengend. Die war nicht verbilligt. Kann auch gerade nicht mehr sagen, wie viel die gekostet hat. Aber sie war nicht so teuer, dass ich gesagt hätte, nein, nehme ich nicht. Da liegt schon Dreck unten. Ja, da haben wir ein Bettchen. Das war auch nicht verbilligt. Das ist jetzt ein bisschen dreckig. Das liegt da jetzt doch schon etwas länger, weil eben die Kamera eingegangen ist. Aber ich habe bisher noch keine neue und jetzt muss ich langsam schauen, dass ich Videos mache, weil sonst habe ich keine. Hat Buffy schaut sich gerade die Sachen an. 14,99 €, aber dann halt noch 25% weniger. Hallo Buffy. Hallo Buffy. Krieg ich Servus? Servus, danke. Ja, zum Essen ist da nicht wirklich viel für dich da. Ja, dann haben wir das da. Oder machen wir das da oben? Oh. Da ist meine Sachen vom AMS, die kann er nicht her. Dann haben wir das da. Das war verbilligt. Ich hasse rosa.
Bei den Kaninchen ist es wurscht und wenn es kaputt ist, ist es mir dann auch wurscht, weil dann ist er eh kaputt. Also das hätte gekostet 14,99. Ist jetzt, es ist ganz furchtbar. Ich muss ganz dringend eine andere Kamera holen und verbilligt auf 6 Euro. Finde ich super. Ja, dann wieder zurück zu der Lemon-Edition da oder Grapefruit. Das Teil hätte gekostet 25, also 24,99 ist 60x40 Kissen. Fresh Fruits heißt das. War dann nochmal verbilligt auf 12,99 und dann auf 5. Das heißt, ein so ein Kissen hat 5 Euro gekostet. Hoppala. Habe ich zweimal. Hoppala. Zweimal. Und dann das da. Das schaut nicht gut aus. Das sind Futzeln vom... Was ist das? Ja, ich hoffe, das sind keine Holzwürmer. Also das ist so eine Decke. Die ist recht groß. Also sie ist nett, also es ist jetzt nicht sonderlich weich, aber finde ich nicht. 80x60 hätte gekostet 9,99 und war verbilligt auf 4 Euro. Wobei ich lustig finde, ich habe eins um 4 Euro gekauft, offensichtlich. Da ist ein Pickel mit 4 Euro und da ist ein Pickel mit 5 Euro drauf. Da habe ich nicht aufgepasst. Wieso auch immer, keiner weiß es. Ja, naja, ist ja wurscht. Auf jeden Fall gefällt es mir. Das war's dann auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, das mit dem Ton funktioniert auch halbwegs. Wenn nicht, bitte ich um Entschuldigung, weil sonst kann ich halt keine Videos aufnehmen. So einfach. Also wer sich beschweren möchte, soll halt am besten wegschalten, bis ich eine neue Kamera habe. Das wird dann nicht groß angekündigt. Facebook, Twitter, Instagram, ziemlich sicher. Ja. Mal schauen, was ich für eine kriege. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten. Ja, Hansi, ich hab dich auch lieb.